bin auf der Suche nach Wolf. Erzähl dich, Amanda. Das ist mein Video-Intro. Und damit, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Amanda's Adventurer 2 ist jetzt draußen. Und wir zocken natürlich rein. Macht euch auf ein richtig krasses Game gefasst, denn es wird wirklich wild. Like nicht vergessen und viel Spaß. Wir gehen rein, let's go. Was geht, was geht? Lange nicht gesehen. Und wir haben hier die maskierte Person, die mit Kate ziemlich gut befreundet war. Sie war sehr stolz auf mich. Und wir haben gesehen, an was Kate gearbeitet hat. Wir sollen mit ihr mitkommen. Warum ist sie maskiert, Mann? Ich verstehe nicht, warum die maskiert ist. Wahrscheinlich fahren wir jetzt in die Bücherei. Und sie ist auch ein bisschen älter, auf jeden Fall. Ja, wir fahren jetzt zur Bücherei, Leute. Da, wo wir mal die Demo gezockt haben, wo es losging. Kate hat anscheinend in der Bücherei gearbeitet. Und dort hat sie ihr Büro in der Kensdale Bücherei, also in der öffentlichen Bücherei von Kensdale. Sieht irgendwie nicht so cool aus. Also der Eingang, jo, das sieht ja aus wie eine Knastzelle da oben. Sagt's auch nochmal, Kate war meine Tante, Leute. Meine Tante hat anscheinend an irgendwas mit Amanda gearbeitet. There's something out there. Hör zu, es ist da draußen etwas. I know this is going to sound super paranoid. But after everything that's happened, we need to be careful. Okay, walkie-talkie. We can connect on an encrypted channel with these. You go see what you can find in Kate's office. I'll keep watch outside. I'll call you on the two-way if anything comes up. Warum darf sie draußen Wache stehen und ich muss in dieser Bücherei? Ich bin doch noch gar nicht so alt. Wir suchen. Das war ein komischer Sound. Okay, Leute. Ich habe das noch nicht mehr so ganz drin, aber wir können ein Buch einscannen und dann macht Wendy der Wurm für uns einen Scan und sagt uns was zu entsprechenden Personen. Ich kann einfach was kopieren oder was? Was ist das? Checked out, checked out. Okay, ja, aha. Ja, ich glaube, wir gucken uns erstmal dieses Buch hier an. Library Checkout. Können wir das einscannen? Können wir. Ich kann das dann auch hier rauflegen. Was ist das da? Wow. JP. Jonathan Pratt. Was soll das bedeuten? Kann ich noch nicht so genau sagen. Hier steht auf jeden Fall ein Brief. Hey, Margaret. Ich habe in der Bücherregabe eine seltsame Kassette gefunden. Ich habe es mir selbst noch nicht angeschaut, aber ich hatte gehofft, dass Sie sich bei Gelegenheit ansehen könnten, was drauf ist. Es befindet sich im verschlossenen Schrank. Du erinnerst dich an den Code, oder? Möglicherweise muss man auch einige der Bücher anschauen. Mir wurde gesagt, dass einige von ihnen manipuliert wurden. Ich schwöre, das ist schon der fünfte diese Woche. Ich hätte sie für dich beiseite gelegt, aber ich glaube, der Neue hat sie versehentlich zurück in die Bibliothek gelegt, ohne hinzusehen. Ich frage ungern, aber wenn du einen Moment Zeit hättest, könntest du dich dann in der Bibliothek umsehen und schauen, ob du sie findest? Es sollte eine Historie dieser Bücher in der Bibliotheksdatenbank geben, also nutzt diese, um sie ein bisschen leichter zu finden. Also, es gibt hier ein Sussex Tape, wir brauchen gewisse Bücher. Hier steht ja anscheinend nichts drin, dann können wir das ja einfach mal irgendwie vielleicht in den Müll werfen. Wie wär's damit? Ich halte eh nicht so viel von Lesen. Perfekt. Das Buch wandert gleich hier rein. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal das erste Buch und Jonathan Pratt. Der war hier jetzt am Start. Was ist das? Ui, wir haben ja auf jeden Fall schon mal ein neues Amanda-Tape. Das ist sehr, sehr interessant zu sehen. Können wir einfach die PCs starten? Können wir anscheinend. Okay, das ist auch cool. Aber irgendwie geht, glaube ich, kein PC dann so richtig an. Naja, schauen wir mal weiter. Ich gucke jetzt erstmal, was hier in der Kids Corner ist. Und man sieht schon, Leute, hier steht sie wieder, ne? Der Kassettenrekorder, die Legende ist hier. Wo hab ich die Kassette jetzt? Muss ja irgendwo dann sein. Ich guck einfach erstmal hier, ob irgendwelche Bücher da sind. Vielleicht können wir das dann schon mal mitnehmen, weil wir brauchen ja anscheinend einen Code für die Kassette. Vorher können wir die eh nicht sehen. Aber ich muss schon sagen, ja, der Flair, der ist okay. Also ich finde das schon cool hier, so diese Ecke. Das kommt schon krass. Aber es ist nicht so gruselig wie letztes Mal, bin ich ehrlich. Also zumindest von der... vom Setup her. Was ist das? Jo, wie unnötig. Man kann einfach eine Seite umblättern.
kann am Globus drehen. Das hier ist auch interessant. Das wird später wahrscheinlich ein Hinweis sein, denke ich. Hier irgendwie so auf 5 Uhr oder sowas. Es wird wahrscheinlich auch wieder mehrere Endings geben. Das war beim letzten Mal auch schon so. Jetzt gucken wir erstmal, welche Bücher wir brauchen. 5. Das sieht aus wie MA. MA5. Können wir die einscannen? Jonathan Pratt hat das Ding schon wieder aufgesammelt. Interessant. Was hat dieses Buch hier zu geben? Gar nichts. Lassen wir das mal hier drin. Gucken wir mal die anderen Regale nach. Da unten liegt auf jeden Fall auch noch eins. Ja, was? Da steht bestimmt was drin. Da haben wir eine 3. Das sind aber nur 4 Spiegelstriche. Das passt irgendwie nicht so richtig. Aber da ist eine 3 drin. Aha. Was könnte das bedeuten? Warte mal, wenn wir das Buch scannen. Jonathan Pratt ist hier dieses Mal nicht dabei. Können wir darüber gehen? Ui, was ist das denn? Da liegt ja noch ein Tape drin. Boah, das könnte sehr interessant werden, ne? Sieht aus wie so ein Room, wo vielleicht die Amanda-Tapes hergestellt worden sind. Okay, was haben wir hier drüben? Die Toiletten können wir auf jeden Fall nicht rein, aber... ein bisschen Wasser trinken, das war auf jeden Fall okay. Dieses Buch, das kannst du auf jeden Fall knicken. Was ist mit dem hier? Das kannst du auch knicken. Warte mal. Auch knicken. Alter, wie nervig. Ich verstehe das Büchersystem hier noch nicht so ganz. Können wir jetzt jedes Buch hier rausnehmen? Nee, können wir nicht. Aber es wird schon wahrscheinlich echt nervig, wenn wir jetzt Bücher nicht richtig verstehen. Also das Büchersystem hier zumindest. Wir sollen ja in dem System nachschauen. Was kann man denn hier nachschauen? Ich gehe mal... Ja, jetzt habe ich es begriffen. Wir gehen mal zu Jonathan Pratt. Gucken mal. The Homecoming Joggers enters the fastest person in the world contest. Okay, was soll das bedeuten? Es ist a Pineapple. Das hat der Typ auch ausgeliehen. Ja, das sieht man. Und das hier findet man auf jeden Fall nicht mehr. Okay, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich gucken wir jetzt erstmal einfach weiter, bis wir einen neuen Hinweis finden zu irgendwas Interessantem. Warum hat der Typ denn auch alle Bücher weggelegt? Das ist doch dumm. Mann, immer diese Praktikanten, Leute. Ich muss diese Bücher finden. Was ist das hier? Oh, guck mal da. Mr. Malpractice. Das ist eine 0. Okay, warte mal ganz kurz. Ich habe jetzt hier... Warte mal, ich packe mir die mal einfach hier so auf den Boden. Wir haben hier die 0. Wir haben hier 3. Warte mal ganz kurz. Stimmt. Ach, es gab ja noch dieses Schloss hier. Ah, jetzt bin ich wieder ein bisschen im Film. Okay, die 3 ist das letzte, die letzte Zahl auf jeden Fall. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Dann haben wir... M.A. Das ist Michael Arcadi oder was? Das dann die 5, aber... Oh. D.S. Deli Schovel. Kommt. Warte mal. Warte mal, warte mal. Ich habe eine Idee. Also 0. Dann wäre hier die 5. Also 5, 0. Und Jonathan Pratt ist oben. Also... Nee, 5, 0. Ja, das ist die Frage. Ich glaube... Das könnte hier die 5 sein. Das lasse ich jetzt erstmal so. Und jetzt müssen wir vielleicht noch ein Buch finden, was zu Michael, zu Jonathan Pratt gehört. Genau, so meine ich das. Was haben wir denn hier noch so? Warte mal. Hier muss doch noch irgend... Easy. Okay, das ist nicht Jonathan Pratt, aber es ist CE. Ist das Buch hier oder ist CE hier mit drin? Nee, leider nicht. Das ist ja ein bisschen doof, ne? Deli Schovel, Carlson, Emerson. Ich glaube, das war einfach die falsche Reihenfolge. Ich hätte das Buch anders scannen müssen. Also, Deli Schovel wäre direkt ganz oben. Dann haben wir... Carlson Emerson. Das wäre die 1. 0, 1. Und dann hätten wir M.A. Also,
Ich bin mir jetzt ja echt nicht sicher, aber MA 50, 501, 5013. Das können wir ja einfach mal probieren sonst. Ja, ich muss jetzt hier, glaube ich, erstmal den richtigen Code knacken. 5013. Yo! Hä? Oh, Digga, first try, ne? Oh, das schmeckt so geil. Wir haben jetzt endlich das erste Tape, Mann. Und das Tape heißt, lass uns einen Trip planen. Ich bin sehr gespannt. Jetzt gehen wir so richtig rein. Also, kleines Ritzel mussten wir hier lösen. Aber easy going. Dann gucken wir uns mal an, was Phase ist. Ist schon das Schafchen. Der ist irgendwie auf dem Bild nicht mehr da. Im Video. Hi, Friends. I'm Amanda. Have you ever wanted to go far, far away? Well, we can. At least in our imaginations, we can. With my magic train. Ah, der magische Zug. If you could visit anyone in the world, who would you go see? Okay, Amanda hat gefragt, ob wir schon immer uns mal gewünscht haben, weiter wegzugehen. Was sehr crazy ist, Leute, das sind ja so Videos für kleine Kinder hier, ne? Und die sagt zu den kleinen Kindern, wolltet ihr schon immer mal ganz weit weg, was ja eigentlich nicht gut ist. Kleine Kinder sollen nicht weit weglaufen, wisst ihr, wie ich meine? Und jetzt hat sie halt gefragt, wen wir schon mal besucht haben. Ich sag Döner Ali. That sounds like fun. Ja. I'd love to daydream about all the places I could have gone. Think about all the places we can go. Das Tape scheint ein bisschen kaputt zu sein. Let's plan a trip. I've made pictures of all the places I want to go. Möchte Trip planen. Wow, it's so dark in here. Es ist echt dunkel in der Bude. Should I open the curtain or turn on the lamp? Mach mal lieber die Gardine auf. Ich feiere das nicht so. Ich brauch natürliches Licht. That's much better. Now let's plan that trip. There are three places I want to go on my magic train today. First, I want to see the Eiffel Tower. Where can I do that? Okay, Amanda möchte den Eiffelturm besuchen. Ich werde sie jetzt extra mal triggern und werde jetzt hier mal den Big Ben nehmen in London. That would be a fun place to see, but the Eiffel Tower isn't there, silly. Hast du mich gerade Idiot genannt? Den Rio de Janeiro. Jeez, can't you figure this out? Was, Amanda? Dann hier die Pyramiden? The Eiffel Tower is in Paris. Jeez. Ist denn Cheese? We'll go to Paris first on the magic train. It looks like a ticket to Paris costs 2 coins. Let's see what I have in my piggy bank. Oh, jetzt wird ihre Piggy Bank ausgeschlachtet, weil sie 2 Coins braucht. Piggy bank? I can pull out the plug or I can smash it. Könnte den Stöpsel ziehen oder sie macht es kaputt. Hm. Was war das gerade? Habt ihr das gehört? Was ist denn das gerade gewesen? You're no fun. Okay. Jetzt hat sie es ja eh kaputt gemacht. Von daher ist ja auch egal. Wir haben 6 Coins. Let's count them together. 5 Coins. 1, 2, 3, 4, 5. I have 5 coins. That's more than enough for our first stop. We just need to take away 2 coins. Can you count them? 2 Münzen? Okay, wir haben noch 3 Münzen übrig. I want to go is very special because it makes me think of our friend Gretchen over there. Let's go to the Isle of Dead Dolls. Where can I find that? Wir sollen zur Insel der toten Puppen. Ja, dann lass uns mal einfach dahin. Wow, planning this trip with you is going to take forever, isn't it? Our next stop is Mexico City.
A ticket to Mexico City on my magic train costs 3 coins. Okay, der nächste Trip kostet 3 Coins und... Anyway, that ticket costs 3 Coins. So let's take those away from what we have. Moment mal, da gab's gerade ein Leck in dem Video. Die hat irgendwo hingeguckt und gesagt, wie auch immer, ein Ticket kostet 3 Coins. Also sie hat sich da gerade wiederholt. Das war sehr sass. 1, 2, 3. Oh no, that's guck die Hand an. Guck and die Hand an. Place, das ist die Dämonenklaue, oder? We need some more money. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall erstmal Geld, sagt sie. I can sell one of these for some coins. Which one do you think will get us the most coins? Wofür kriegen wir die meisten Münzen? Ich würde ganz ehrlich sagen, der Teddy ist es. You really think I can get coins for that old thing? Ja, denn für den, dann würde ich sagen hier, weil das Ding hat grüne Augen, Mann. You have really weird taste in toys. Ich will den Bären. Okay, so which one can I sell? Jetzt sind die beiden tot, ne? Die Kuscheltiere sind weg. What's so funny, Mr. Rooster? Someone gave this to me when I was feeling really bad and scared, and it made me laugh. I hope he can go make someone else laugh. Was war das gerade für eine Aktion? Okay, let's see how much our next destination costs. I love learning about history on my trips. Ja, da müssen Where wir hier can hin. I take a tour and learn about Jack the Ripper? Ich möchte eine Tour machen und Jack the Ripper besuchen. Das war ein Serienmörder damals, Leute, der völlig, völlig verrückt war. Und das in einer Kinder, in so einer Kinderserie. Das ist, glaube ich, London, richtig? We're going to London. Aber wir haben nicht genug Coins. A ticket to London is 4 coins, and I only have 3. I don't know where I'm going to get more coins for my trip. I might as well not even go anywhere. Wait a minute. I have a coin in my pocket. Now okay, I sie hatte doch noch einen Coin in der Tasche. Können wir mal ganz kurz gucken, was das hier für ein Geräusch war? Hallo? Was war denn das? Crazy. Hier ist ein Sparschwein schon mal auf jeden Fall gespawnt, plötzlich. Das ist verrückt. Wer ist das? Wer ist das denn? Der Typ hat ihr gerade einen Coin geklaut. Ist das doof, ne? Amanda, bleib cool. War da gerade eine Spinne drin? Okay, ich habe genug Coins anscheinend wieder aufgeklärt. Oh, hey, it's time to catch my train. Wir werden aber noch Coins brauchen, denke ich bald. Das erste Mal sehen wir, wie sie bezahlt und da jetzt eine Runde mit dem Zug fährt oder was? Deswegen machst du so einen Stress, damit du einmal mit dem Zug um Kreis fahren kannst. Amanda wünscht sich sehr, die Welt zu sehen. Okay, das Videotape wurde hier gerade ausgeschmissen. Ich pack das einfach mal dahin und ich nehme einfach das Sparschwein jetzt mit, weil wir auch nicht wissen, was wir als nächstes machen könnten, sollten. Gut, das ist sehr naheliegend. Wir sollen wahrscheinlich Münzen dort reinlegen. Frage ist halt nur, wo wir die Münzen herbekommen. Wow.
Gute Frage, nächste Frage. Wo kriegen wir diese Münzen her? Können wir da rein? Können wir vielleicht sogar auch hier schon rein? Nee. Können wir nach draußen gehen und nachfragen? Auch nicht. Okay, lasst mich mal ein bisschen schauen. Okay, Leute, nach langem Rumsuchen habe ich gesehen, dass man hier das Sparschwein hinlegen kann. Ich werde jetzt die Kassette nochmal einlegen. Zu gucken, was passiert. Ich spule mal so ein bisschen vor. Und schreib mal einfach Amanda rein. Do you really think you could do that? I'd love to. Okay, das war crazy. Jetzt muss ich ja entscheiden, wo, oder sagen, wo sie Geld herbekommt. Vom Sparschwein, richtig? Jetzt muss ich halt erstmal den Eiffelturm nehmen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob was passiert, wenn sie dieses Geld zählt. Let's see what I have in my... Dieses Mal soll sie die Piggybank zersmashen. This is gonna be fun. Good night, Mr. Piggy. Wow! Alter, das hat reingesmashed. Let's count them together. One. Habt ihr das gehört? 3 Münzen haben wir dieses Mal reinbekommen in die Piggy Bank. Okay, als nächstes wollten wir, glaube ich, hier hin, ne? Wieder? Nein. Das ist gar nicht gut. Irgendwie verlieren wir Geld. Okay, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie Kohle. Verstehe. Jetzt haben wir 3 Münzen wieder bekommen. Come on, you know this. Ich muss jetzt versuchen, dass wir nicht irgendwo hinreisen. Wow, you really don't know anything, do you? Amanda. Hierhin. Jack the Ripper killed at least 5 people in London in 1888. Busy guy. We're going to London! A ticket to London is 4 coins, and I only have 3. Wir müssen 10 Münzen zusammenbekommen. Get more coins for my trip. I might as well not even go anywhere. Wait a minute. I have a coin. Ich konnte ihn angreifen. Ui. Wow, who the heck was that guy? He was going to take my coins. Ich konnte was unternehmen dieses Mal. Ich konnte diese. Der erinnert mich ein bisschen an Dora. Swiper, nicht klauen, so, ne? 1, 2, 3, 4. Ah, okay. Aber jetzt kann sie sich ja das Ticket leisten. Jetzt finden wir auch noch ein bisschen was in der Sofaritze. Und das war's. Oh mein Gott, es gibt eine Möglichkeit, alle 10 Münzen zu behalten. Na, das wird jetzt interessant, Leute. Da muss ich auf jeden Fall jetzt erstmal schauen. Ich bin auf eine andere Idee gekommen. Vielleicht starten wir das Tape nochmal neu. Und warten. Ich gebe jetzt erstmal Woli ein. Yeah, if you could find him. I'd love to daydream about. Okay, Woli ist anscheinend eingesperrt, Leute. Was wir jetzt als erstes machen ist... direkt die Piggy Bank nehmen. Also wir gehen jetzt mal nach Paris. We'll go to Paris. Und holen mal aus der Piggy Bank jetzt die Kohle raus. Stopp. Jetzt haben wir das Geld bekommen. Jetzt werden wir die Piggy Bank sozusagen hier hinlegen. Ja. Weil die kann sein, dass die nur mit dem Fernseher connected ist, wenn die hier oben drauf steht. Dann geben wir Paris wieder ein. Wow. Planning this trip with oh, Mexiko vielleicht irgendwas. Our next stop is Mexico City. A ticket to Mexico City on my magic train costs 3 coins.
Oh, warte mal ganz kurz. Kann es sein, dass wir schon zu schnell waren? Ich würde jetzt einfach erstmal die Piggy Bank hier drauflegen. Dann machen wir den. Wir holen jetzt den goldenen Rooster. What's so funny, Mr. Rooster? Someone gave this to me when I was feeling really bad and scared. Wir warten ab, bis er verkauft wurde. I hope he can go make someone else. Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste das Rätsel eigentlich sein, dass wenn wir Geld kriegen, dann wird es hier unten angezeigt. Stopp. Das nehmen wir mit, packen das hier hin. Jetzt machen wir weiter. Jetzt können wir zu Mexico City. Nee. Hier wahrscheinlich hin. We're going to London! A ticket to London is 4 coins, and I only have 3. I don't know where I'm going to get more coins for my trip. Stopp. Wir müssen jetzt auf jeden Fall einmal ganz kurz die Piggy Bank dahinstellen. I might as well not even go anywhere. Weil wir brauchen jetzt noch diese eine Münze. Wait a minute. I have a coin in my pocket. Now I have 4. Bingo. Jetzt erstmal wieder abnehmen. Jetzt Video weitermachen. Okay, Leute, also es ist tatsächlich so verbunden. Und jetzt muss dieser Swiper oder wer auch immer, muss jetzt diese Münze klauen, damit wir hinter die Sofaritze nochmal gucken können. Sehr gut. Sehr gut. Perfekt. Alles läuft nach Plan. Jetzt installieren wir wieder diese Piggy Bank. Gucken weiter. Crazy, diese Rätsel jetzt schon, ne? Völlig verrückt, Mann. Was in so einem Amanda-Tape steckt. Stopp. Okay, wir haben 10 Coins voll. Was passiert jetzt? Wow! Wir haben die Piggy Bank aufgemacht und ein neues Videotape bekommen. Good night. Okay, Leute. Wir sind in Videotape Nummer 2. Ist hierhin ja eigentlich schon mal gar nicht mal verkehrt. Werfen wir das Ding mal ein. Wir gucken rein. Hi, friends. I'm Amanda. It's late. Time to get ready for bed. I guess I'll get ready by myself. Sie muss schlafen gehen und anscheinend muss sie das alleine machen. Es hört sich echt so ein bisschen an, als hätte Amanda so, als wünscht sie sich so Eltern und sowas, wisst ihr. Aber muss halt alles alleine machen, kann auch auf keinen Trip fahren oder so. Ist sie in einem Knast oder was ist los? Naja, jetzt bin ich mal auf die Story gespannt, ob wir da so ein bisschen was rauskriegen in diesem Video. Auch jetzt müssen wir Spielzeuge wegsortieren, ne? Okay, wie viele Spielzeuge müssen wir wegpacken? 9. Try again. You can do it. Okay, dann halt 5. Wow, really? A baby could count these toys. Okay, dann machen wir. Okay, ich kann wieder nichts schreiben. Es ist automatisch, wird es ausgefüllt. 4. 4 Spielzeuge natürlich, ne? Welches Spielzeug packen wir als erstes weg? Ich würde sagen, als erstes das hier. X marks the spot. 1, 2, 3 toys to go. Let's put away another one. Nehmen wir mal das Ding hier. Time for bed, Mr. Frog. Habt ihr diese Hand da gesehen? Great work. We're on a roll. Da hat jemand was geklaut. We better put him in his home before a hunter shoots his little ears off. One more to go. Let's do
Der Basketball wird nach oben gebracht. Nee, da rein. Wir hätten den Basketball als zweites weglegen müssen. Dann hätte der Typ den Basketball geklaut, oder? Safe. Das müssen wir uns merken. Zähne putzen oder erst Gesicht waschen? Ich bin ein Freund von Julie? Amanda? Is that really how you get ready for bed? Get serious. Okay, brush. Okay, which toothbrush do you think I should use? Welche Zahnbürste soll sie nehmen? Ich finde, für sie passt die rote. Nice choice. I love red. Now, will you help me find the toothpaste? Is it in the medicine cabinet, the bathtub or the toilet? Wo ist Ihre Zahnpasta gelandet? In der Toilette natürlich. I don't think it's in there. Vielleicht in der Badewanne? Why would you keep toothpaste there? Ja, dann halt, keine Ahnung, da drin wahrscheinlich. Mann! Oh! How did you get in here? Who even are you? Go away! A little help here, please! Was will er wieder klauen? Was will er klauen? No! Er hat die Zahnpasta geklaut. Thanks a lot. I guess I'll wash my face. Das mit der Zahnbürste war auf jeden Fall richtig. Fragt sich, was für einen Sinn es jetzt hat, ihr Gesicht zu waschen. Well, I guess I'm all done in here. Time to put on my PJs and hit the sack. So, jetzt sind wir in ihrem Schlafzimmer. Was soll sie heute Nacht anziehen? Ich finde, zu dir, Amanda, passt das traurige Face. It gets awfully lonely in here at night. It makes me think about what's about things I really don't want to think about. Denkt über Dinge nach, über die sie nicht nachdenken möchte. Weiß nicht, was real ist. What are you afraid of? Wovor hab ich Angst, fragt sie mich. Ich hab Angst vor Döner teuer. Wow. Das klingt sehr, sehr traurig, beziehungsweise das ist sehr, sehr furchtbar. Boah, Albträume sind echt schlimm, ja. Versteckt sie jetzt unter dem Bett da oder was? Try to be a big girl and sleep with the lights off, but it makes me feel so alone. What do you think? Should I just turn off the lamp and be a big girl? Or maybe you can find me a nightlight. Please hurry back soon. Okay, ich hab verstanden. Das Licht ist hier gerade ausgegangen. Crazy. Was geht denn jetzt ab, Mann? Der Strom ist ausgefallen, Leute. Und es fühlt sich so an, als würde Amanda mit mir irgendwie reden. Hä? Hä? Ja, du brauchst auch kein Nachtlicht. Amanda, sorry. Are you still out there keeping watch? Da ist es wieder, ne? Die Puppe wurde geklaut. Was passiert da? Amanda kriegt einen Albtraum. Das hätten wir wahrscheinlich nicht so machen dürfen, aber ich glaube, wir sollten mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt hier
die Spielzeuge in die richtige Reihenfolge bringen, dass der Typ auch noch den Basketball klauen kann. Wir machen als erstes das hier. Dann den Basketball. Boing, boing, boing. Great work. We're on a roll. Und dann. Which toy should I put away next? Und dann bringen wir den weg. Und jetzt. Time for bed, Mr. Frog. Hä? One more to go. Let's do it. We better put him in his home before a hunter shoots his little dog. That was a lot. Okay. Wir machen hier kurz einen Break. Ich muss einmal über das Video nachdenken. Und vor allem, wo wir vielleicht Nachtlicht herbekommen würden. Ich kann mir vorstellen, dass man hier einfach mal kurz durch die Bücherei steppen muss. Und dann das Nachtlicht irgendwo hierher besorgt. Also in dem Raum können wir safe eh noch nicht rein. Aber, ja, hier sind nur irgendwelche Desinfektionsmittel. Okay, ich gehe der ganzen Sache mal auf den Grund. So, ich bin wieder im Schlafzimmer hier bei ihr. Aber dieses Mal gebe ich ein, dass ich Angst vor Amanda habe. Me. You really think I'm scary? Thinking about something you're afraid of. Gut. Jetzt ist der Strom ausgefallen und ich werde mich jetzt mal hier so ein bisschen umsehen. Ist echt sehr dunkel, man sieht gar nichts. Also wenn ihr jetzt denkt, so Bruder, ich sehe nichts, ich sehe auf jeden Fall auch nichts. Muss jetzt echt mal gucken, was hier abgeht. Und ich werde auch mal nicht zu schnell hier rumsteppen. Da ist das Nachtlicht. Okay. Alles ist gut. Jo, Amanda, kann ich dir das Nachtlicht jetzt echt hier so reingeben? Thank you. Tatsächlich. Good night, Riley. Riley? Woher weiß die meinen Namen? Die Box stand da vorher nicht. Wir können hier irgendwas machen. Wie so eine Art Geheimcode. Was ist das? Okay, wir haben mehrere Personen. Müssen wir mal schauen, wo wir die finden. Vielleicht sind die hier auf irgendwelchen Plakaten oder so. Oh! Alter! Okay, Mann, das Rätsel ist auf jeden Fall mies krass. Was kann man hier machen? Sieht man nach einer fetten Box aus. Okay. Wir müssen wahrscheinlich erstmal schauen, ob wir was zu den einzelnen Rätseln finden. Dafür müssten wir alle Rätsel kennen. Was ist das hier? Oh. Okay. Verstehe. Es gibt hier so eine bestimmte Ordnung. Stehen die hier vielleicht auf den Plakaten drauf? Nee, noch nicht. Also hier auf den Plakaten auf jeden Fall nicht. Hier auch nicht, würde ich sagen. Auf den Büchern scheinen die auch nicht zu stehen. Oh, Leute, ich habe Muskelkater vom Gym gestern. Ich war mies trainieren und tut alles weh, ey. Sag ich ehrlich. Aber es soll euch jetzt und soll uns auch nicht stören. Ich muss jetzt nur herausfinden, vielleicht findet man das in dem Video. Kann das sein? Hier müssen wir auch noch so eine ähnliche Ordnung vornehmen. Okay. Lass mich mal schauen, bis ich was gefunden habe. Ich schieb nochmal das Video rein. Wir gucken nochmal rein ganz kurz. Oh, habt ihr das gerade da gesehen so? Gerade am Anfang, das sah crazy aus. Das hier sind 9 Kästchen. Und da ist ein X drinne. Und hier auch. Ist das eventuell dieses Rätsel hier? Könnte sein, ne? Die Frage ist halt, was gilt hier noch als X und was nicht? Ist das hier ein X oder ein Kreis? Kann man halt sehr schwer sagen. Ich gehe mal davon aus, dass ein X sehr gut gekennzeichnet sein muss. Ist das hier ein X? Ja, eigentlich schon, würde ich sagen. Das hier sieht auch nach einem X aus. Ich lasse das mal ganz kurz so. Ich würde X, Kreis, X machen. In der oberen Reihe. Also. X, Kreis, X. So, dann haben wir die untere Reihe. Da ist auf jeden Fall hier auch noch ein X. Ich lasse dann erstmal überall so Kreise. Packen wir mal den Basketball weg. Boing, boing, boing.
Unten ist auf jeden Fall ein Kreis, unten links. Und hier haben wir noch ein X. Also die erste Reihe ist eigentlich fertig. One, two. We better put him in his home. Aha, da haben wir auch einen Kreis. Das passt auf jeden Fall schon mal. Das X ist klar, wo das hinkommt. Es geht hier hin. Ein einziges Teil fehlt so ein bisschen. Warte mal. Da nochmal ein X rein. Und der müsste eigentlich auch als X zählen. Wo kommt der hin? Time for bed, Mr. Frog. Okay, der zählt auch als X. Hier. Just checking in. Everything's still pretty quiet out here, but we shouldn't stay too long. Try to find those tapes, okay? Ich glaube, das war richtig. Wir haben dieses Rätsel hier gelöst, so wie es aussieht. Okay. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall mal weiterschauen, was wir noch so da haben. Wir haben ja auch noch die Sachen. Hör mal. That was a lot. Was haben wir hier? Wir werden erstmal unsere Zähne putzen, denn ich glaube, ich habe was im Medizinschrank gesehen. Stopp! Okay, das kann ich nicht so gut einordnen. Wir haben hier 6 Symbole. Das ist die hier. Ah ja. Okay, dann habe ich ja schon so eine grobe Ahnung. Also so müsste es jetzt sein. Unten links ist nichts. Dann haben wir oben das Wasser, das stimmt. Dann kommt die Blume hier nach oben hin. Ja, also das ist dann, denke ich mal, schon mal in Ordnung. Die Sonne muss oben rechts hin. Und hier muss nochmal die Blume hin. Okay, warte. Mach ich jetzt einmal. Das hat geklappt. Okay. Wir haben eine neue Kassette bekommen. Ich lege sie mal hier hin. Bin mir aber noch nicht sicher, ob wir direkt die nächste Kassette checken müssen. Ich habe jetzt die Kassette hier geskippt, weil da überhaupt nichts mehr war. Ich wollte euch das ersparen, nochmal reinzuziehen. Wir werden die nächste Kassette reinchippen und mal gucken, was passiert. Hi, I'm Amanda. Isn't it nice to be a... And I'm Wooly. Wooly ist am Start? Amanda ist wieder so sauer. Hi, I'm... No, I don't want you here. Don't you get that? But Amanda, I'm your best friend. Radio station. What's up, Ken's Dalians? This is your host with the most, DJ Brandon AM, coming at ya. We're at the studio celebrating President's Day by playing the national anthem. Was geht denn hier ab? Sundown. So hats off and party on. This is KND 97. Okay, die Affen sehen sehr crazy aus. Wir haben 3 Affen hier im Zimmer. Okay, das ist verrückt. Wir halten kurz fest. Dieses Ding, was ich hier hatte, das hätte man sich merken müssen, weil ich denke, im Verlauf der weiteren Kassetten, jetzt sind die anderen Kassetten nämlich alle gerade weg. Hier ist eine Lampe einfach. Im Verlauf der Kassetten werden wir bestimmt ein paar Rätsel dazu finden und müssten dann das Game wahrscheinlich restarten. Und ihr wisst ja, es gibt mehrere Endings. Also wir sind hier was ganz, ganz Wildem auf der Spur. Ich mach mal das Radio aus und guck mal, ob nur dieser Raum davon betroffen ist. Es sieht ganz danach aus. Leute, echt, bisher Amanda wieder ein Top-Notch. Das hier ist natürlich auch noch sehr interessant. Dieses Videotape wollen wir uns natürlich auch noch ansehen. Aber was hat es mit diesen Affen auf sich? Müssten wir das Tape wahrscheinlich erstmal zu Ende schauen, richtig? Friend. My best friend? All you do is get up. Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. Today we are working on a... Wer stellt denn immer das Radio an? Mach das verdammte Radio jetzt aus. Very special project. It's a project that will take a lot of patience. Patience is a very good quality to have.
Amanda ist ja immer todestilt, wenn der redet. Patience is a very good quality to have. It means staying calm, even when something or someone bothers you over and over again. Today we are building Heute a wollen sie ein Vogelhaus bauen, damit mehr Vögel auf diesen Platz kommen. It's so dark outside. Well, this project is going to take a long time. Have a little patience, Willie. Well, I still think we could use a flashlight or something. I'm gonna bump into something. You can go back inside if you want. You don't have to be out here with me. Die beiden streiten sich schon die ganze Zeit, ne? Why would you waste your time doing that? I can't wait to see what birds come to visit. What's your favorite kind of bird? Meine Lieblingsart von Vogel ist Woli. I like those too. Let's get started. The first thing we have to do is cut the length of the wood to the right size. What tool should we use for that? So, welches Werkzeug benutzen wir, damit wir das Holz schneiden können? Ich reg sie mal wieder so ein bisschen auf. How would we cut wood with that? Mit dem Hammer? Easy. Yes, it's a good thing we're learning about patience today. Wir lernen heute ein bisschen was über Geduld. Schraubenzieher. What can we use to cut the wood? Okay, jetzt hat sie das hier entfernt. Right, we'll use the saw to cut the wood. Aber nimmt die jetzt den Tisch auseinander? Was passiert da gerade? Amanda, shouldn't we have some kind of supervision when we're using tools? Thanks for the tip, Willie. Willie hat gerade gefragt, ob wir nicht irgendwie jemanden brauchen, der aufpasst, ne? Als Kind darf man ja auch keine Säge benutzen. Es ist immer noch ein Kindervideo. Denk dran. Now let's cut that wood. You have to have a lot of patience and make sure you measure everything before you... Wow, that was hard work. Okay, now we have to put pieces together with nails. What tools should we use for that? Der hat was geklaut, ne? Wir brauchen jetzt eine Nagelgun. That's right! We'll use the nail gun to attach the pieces. Boah, damit kann man jemanden verletzen. Was ist hier passiert? This project is taking a long time. And we have to Der hat ein Holzbrett geklaut. Very carefully. What does it help to have? Patience! Come on, you've got this! Willie wird einfach ignoriert. That's what I just said. Now it's time for some color. Let's paint the birdhouse. Jetzt wollen wir das Vogelhaus anmalen. Lavender. Let's go, Lavendel. Okay, now what tool should we use to paint the birdhouse? Und dafür nehmen wir einen Pinsel. Good job. This is going to be so pretty. Da ist wieder. Ah! What the? Okay, this patient thing is going too far. Get him to go away. Ich werde gar nichts machen. Ich mach nichts, Amanda. Boah. Der versaut alles, ne? Selber schuld, Mann. Come on, Amanda. How about a little patience? Let's get cleaned up and paint this birdhouse. Wow, that looks great. Da war wieder eine Szene drin, wo man gerade nur ein Bild sehen konnte. Look. They're so pretty and their Drei rote so Vögel. Quiet. So peaceful. No peace, no quiet. KMD 97. Kensdale's only radio station. Hey, 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 how's everyone hanging in Friendsdale? Huh? This is your local earworm, DJ Brandon AM, coming at you from the KND 97 studio. We've got a special treat for you in celebration of President's Day. If you've tuned in earlier, you might know what I'm talking about. That's right, it's the national anthem on Glorious Repeat, only
on KND 97. Immer dieses blöde Lied. Okay. Da ist wieder jemand im Hintergrund gelaufen. Seht ihr das? Irgendwas läuft hier und klettert hoch. Was ist das denn? Another activity that takes a lot of patience is hunting. Look at Miss Cat hunting the birds. Das ist eine Katze. Very patient. She's getting really close to the pretty birds, Amanda. Should we warn them? What do you think? Should we warn the birds or let Miss Cat keep going? Wollen wir die Vögel warnen oder die Katze die Vögel essen lassen? Na, die Katzen haben Pech gehabt. Ich mag Katzen eh nicht so besonders. Selber schuld. Wow, Willy, great idea to warn the birds. I didn't mean... And now nobody's using the birdhouse. We're going to have to sit here all day waiting for them to come back. That's going to take a lot of... Don't say it. Patience! Habe ich immer noch nicht verstanden, wozu diese Affen da sind. Es sind einfach Affen in der Bücherei gespawnt, Mann. Wofür? Ich werde jetzt erstmal das Tape wieder reinstellen. Warum ist die Lampe? Die war auch zwischendurch irgendwie weg. Ich werde das Tape reinschieben und auch mal gucken, was jetzt mit der Katze da passiert. Okay, die streiten sich jetzt erstmal ein bisschen. Ich gebe hier irgendwas ein. Let's get started. The first thing we have to do is cut the length of the wood to the right size. What tool should we use for that? Okay, ich glaube, jetzt haben wir... Nee, warte mal. Gar nicht wahr. Alles ist easy. Alles ist easy. Wir wollen ja erstmal schauen, was passiert, wenn wir die Katze jetzt benutzen. Ich mache jetzt mal das Vogelhaus blau. Das reichen wir natürlich mit dem Pinsel an. Dieses Mal werden wir den jetzt... Getting really sick of that guy. Come on, let's paint this birdhouse. Warum guckt Willy mich so komisch an? Great. Now we just need to be patient while we wait for some birds to show up and use the house. Look, they're so pretty, and their chirps are so quiet, so. Ich habe jetzt die Musik auf volle Lautstärke gestellt. Peaceful. Musik wird immer einfach runtergedreht. Das ist komisch. Es hat geklappt. Die müssen diese Position einnehmen. Warte mal. Dann wird er durch das Licht geblendet. Er wollte am Anfang Licht haben. Aber was ist das? Irgendwas dürfen sie nicht sagen. Ich verstehe, aber Digi, das Radio nervt ja jetzt gerade wieder ultra. Dann würde ich doch einfach sagen, machen wir das Radio mal straight aus. Ist doch mal wieder alles gut. Vielleicht kriegen wir mittels dem Radio signalisiert, wann diese Szenen sind. Ja, dieses Mal lasse ich die Katzen machen. Das sieht so dumm aus. Die Katze hat einfach den Vogel weggenascht, ne? Katzenbabys sehen süß aus, aber die Katze selber sieht richtig crazy aus. Ups. Leute, für Kinder. Alles für Kinder. Ist doch klar. Ist alles für Kinder hier an der Stelle. What a good mama cat. I think I'm gonna be sick.
Das war's? Okay, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt durch das Video gehen und diese ganze Affenbande hier irgendwie in Position bringen. Mhm. Okay. Ich hau mal das Video rein und dann machen wir das jetzt nochmal schnell. Why are we out here before the sun is up? It's so dark outside. What? Warum sind wir hier, bevor die Sonne aufgegangen ist? Es ist so dunkel draußen, sagt er. Dieses Mal schalte ich das Licht ein. Und das ist das Signal dafür, dass was geklappt hat. Oh, oh my eyes. Stopp. Müssen schnell sein. Bingo. Bingo, bingo. Das hier signalisiert uns, in welchen Situationen das passiert. Okay, das ist nicht schlecht. Ich weiß auf jeden Fall, wo es weitergeht. Und zwar, wenn wir zur Farbe kommen, dann darf ich diesen Swiper-Typen... Darf ich nichts machen, glaube ich, ne? Okay. Jetzt... What the? Okay. Okay, this spacious thing is going too far. Get him to go away. Nö, ich werde gar nichts tun. Ich werde jetzt hier schön chillen. Okay. Ja, der Eimer wird jetzt genommen. Der hat gerade die Seite getauscht. Oh, 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 oh. Hey, Riley? I think I saw something out here, but it was too fast for me to really see. Be on the lookout for that creature I told you about. You don't need a run-in with that thing. Okay, Leute, mir wurde gerade gesagt, dass draußen irgendwie eine komische Kreatur gespottet worden ist. Wir haben keine Ahnung, was abgeht. Draußen nichts gesehen. Alter, das Spiel ist crazy. Und vor allem auch lang. Die Kreatur jetzt hier drin? Hallo? Bitte. Ich will jetzt nicht. Hallo? Ich gehe einfach wieder ins Video, da bin ich sicher. Okay. Nein! Ich bin zu weit fortgeschritten, oder? Was passiert denn, wenn ich jetzt das Radio einstelle? Ich hab's verschissen, oder? Nein, hab ich nicht. Was geht denn jetzt ab? Hä? Warum ist das Sparschwein wieder hier? Ich hab ein neues Tape bekommen. Lass uns für den Schatz jagen. Okay. Gehen wir rein. Hi. I'm Amanda. And I'm Wooly. Today we are playing bandits. Come on. Where did you hide the loot? Wo hat er den Loot versteckt? Die spielen heute Banditen, die wollen also irgendwas ausgraben. Was war das hier mit dem Baum? Pretty boring, Bandit. Bandits hide all kinds of things in the woods. It's fun to go look for treasure. Heute auf Schatzsuche. Okay. Never tell anyone where you're going. They might get to the treasure before you do. Amanda gibt wieder den Hinweis, ne? Erzähl niemals jemanden, wo du hingehst. Für Kinder, Leute. Für Kinder. Ne? Für Kinder. Es gibt ein spezielles Spielzeug in den Wäldern. Hey! Warte mal. Wir gucken uns erstmal die Schatzkarte an. Ist hier irgendein Hinweis drauf? Also hier ist Gefahr und hier ist der Schatz. Aber hier ist die Gefahr. Aber hier ist auch ein Schatz. Should we go to find the treasure? In welche Richtung? Ja, right? Nee, nicht nach rechts. Ich würde sagen, mittel. Also, es ist falsch geschrieben, ne? That's not a direction, silly. Come on, or other bandits might beat us to the treasure. Ja, dann gehen wir am besten zur Danger. Don't you know your cardinal directions? Tell me where to go.
regen Amanda wieder ein bisschen auf. Haus. Ich muss den Norden eingeben. Ich muss den Norden eingeben. Ich konnte nichts machen. Oh, I have a good feeling about this. Where should we dig for the treasure? Was ist da? Ist das nicht eine Schlange? Na denn? Grab mal hier. Look more closely at the markings. I don't think that's it. Na dann grab mal hier vielleicht. You really don't make a good bandit, do you? Was ist hier los, Mann? Where should we dig for the treasure? Es regnet auf einmal. Ich kann nirgendwo klicken, aber man sieht, dass Bäume sind komisch. Yes, that marking matches the one on the map. Let's dig. Oh, da ist wieder der Raccoon. Here we go again. Seriously, who is that guy? Swiper heißt der, Leute. Swiper, nicht Clown. Wer ist denn das? Ich helfe dir nicht, Amanda. Sorry, ich kann ja nichts machen. Ich bin ein kleines Kind. Kaka, Bubu. Was macht der da? I told you to be careful. Now my shovel's broken. It's a good thing I always carry extra supplies. You never know what you're going to need on an adventure. What can I use to fix my shovel? Wir brauchen was, um die Schaufel zu reparieren. Und das sind blutige Handschuhe. I don't think those will help us now, but dann I never leave home without them. Nehmen wir doch die Brechstange mit. I don't think that will help. I only use those to do. What can I use to fix my shovel? Ich muss den Kleber nehmen. Good job! We can use the wood glue to fix the shovel. Okay, bandits, let's get to digging. Amanda, I don't have a shovel. Oli hat keine Schaufel. Bandits should always come prepared. I guess you'll have to use your hands. Oli soll seine Hände benutzen. Oh, Mann. We did all that digging for this? Maybe this was important to someone once, but not anymore. Come on, Wooly. Let's get out of here. Amanda? A little help here? Was? Are you still up there? Oh. Wooly ist in dem Loch. Actually, geblieben. You know what? No, I'm not done treasure hunting. I really thought we'd find something special, and you didn't help me at all. So you'd better find something good for me. Oh, ich soll dir irgendwas Gutes besorgen. Do you have besorgen. A treasure out there that will make me happy? Tick tock, tick tock, tick tock. Ich hab. Yo, wo kommt diese Kreatur her, Mann? Das ist ja komplett crazy. Leute, was geht denn ab? Oh Gott. Bitte schön, nimm den Teddy. Ich glaube, sie mag das. Mir geht's, glaube ich, nicht so gut. Das war das erste Ending. Ist das verrückt. Was zur Hölle werden wir hier noch finden? Wir haben den Room noch nicht mal freigeschaltet. Wir haben noch nicht mal dieses Tape hier gefunden. Da ist ja noch einiges. Und wir haben noch nicht mal die Secret Tapes bekommen. Okay, Mann. Leute, wir gehen im nächsten Part wieder auf die nächste Mission. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Kuss, Kuss, Kuss. Euer Dano out.